Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Dark Souls. Und wir sind jetzt hier in Blighttown. Hier ist es ein bisschen dunkel, wie man sieht. Bei mir ist auch wieder der Erik, wie immer bei Dark Souls. Und wir kämpfen uns weiter durch zum nächsten Boss. Der wird Quelaag sein. Aber mehr verraten wir auch erstmal nicht. Jetzt geht's erstmal hier gegen diese... Ja, was sind das eigentlich? Irgendwelche Fetten. Fettsäue. Aber oh, oh. Mit großer Reichweite. Ja, und direkt Gift unten angezeigt. Das ist typisch für diesen Bereich. Alle Gegner geben irgendwie Giftschaden. Boah. Und das war ein Treffer. Der haut ganz schön rein. Ja, ich will eigentlich hinter den kommen. Ja, wie immer bei den großen Gegnern natürlich gut, hinter die zu gehen. Also bei den großen, langsamen. Und ihnen einfach... Was mach ich denn dauernd? Du drückst die falsche Taste. Ach so, okay. Probier's gleich nochmal. Die andere ist für einen Backstab, aber du machst... Ich mach immer den Sprung, ja. Und jetzt schreit er einfach nur. Komm, komm, komm. Jetzt ist natürlich schwer, hinter ihn zu kommen, ne? Ja. Wenn er so an der Rand steht. Boah, der hat aber auch eine Reichweite. Und der dreht sich genauso schnell wie ich. Mist. Ja, nicht ganz, aber fast. Noch ein Stück näher ran, dann hast du es. Ja, es geht ja auch so. Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Fällt schön, geht schnell. Ja, sieht auch immer gut aus. Er schreit wieder nur, jetzt hast du alle Zeit der Welt. Nee, das war der Kick. Ja, du drückst nach vorne mit, aber einfach nur... nur den also den Stick loslassen, wenn du in der richtigen Position bist, dann müsste das eigentlich... Funktioniert das ganz gut. Ist halt bei jedem Gegner so ein bisschen anders, deswegen muss man das einfach ein paar Mal ausprobieren. Zack, genau, da ist er. Sehr gut. Oh, wieder anvisieren. Und da schreit er wieder. Dann hauen wir einfach mal drauf, wenn er nur schreit. Zack. Und noch einer. Boah. Oh, sehr schön. Da schreit er wieder. Oh, 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 ich hänge irgendwie fest. Ja, jetzt hast du. Oh, unter der Achsel durch. War knapp. Aber ist nochmal gut gegangen. So, und jetzt sehen wir auch mal ein bisschen was hier von dem Level. Hier geht's nämlich ganz schön tief runter. Der deutsche Name. Zu Blighttown. Ja. Ja, man kennt irgendwie aus dem Internet immer eher die englischen Namen. Sowohl bei den Leveln hier als auch bei den Waffen. Deswegen nennen wir die Sachen manchmal ein bisschen anders. Ja, und die kennt man zum Beispiel aus dem Dark Souls Wiki, das wir ja schon mal angesprochen haben. Und das habe ich auch unten in die Videobeschreibung gepackt. Falls ihr selbst das Spiel zockt. Und euch dafür interessiert. Ich suche die Leiter. Die war da direkt. Hier, da. Ach ja. Hier muss man jetzt auch aufpassen. Hier sind nämlich so Viecher, die spucken so Giftpfeile. Ja, und... Oh. Und sowas, das Feuer spuckt. Und es wäre noch möglich, hier eine Feuerhüterin-Seele zu holen. Ah, okay. Wichtige Info. Dann können wir die Estus Blask nochmal aufwerten. Genau. Oh, da werden wir voll geblutet oder was auch immer. Und diese Viecher, die trifft man irgendwie nur ganz schlecht. Ja, das war jetzt ein guter nervig. Treffer. Der ging daneben. Und die vergiften auch. Ja, die vergiften auch. Oh! Und da hast du jetzt zwei verschiedene Giftarten. Weil irgendwie einer hat noch auf dich geschossen, glaube ich. Oh, 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 oh. Da kommen ja immer mehr. Ja, ja, die kommen unendlich hier unten. Unendlich? Ja. Oh, oh. Also, du hast dann mal zwischendurch kurz Pause eigentlich, aber gerade sind sie echt unerbittlich. So, wenn du jetzt hier den Weg lang gehst, in die Richtung, genau. Oh, da ist nämlich einer von denen und...
Die verursachen sehr, sehr starkes Gift. Ja, oh, oh, da ist noch einer. Ja. Kann ich, nee, ich block den nicht richtig. Nicht richtig, jetzt. Oh. Pass auf, geh weg. Was soll ich machen? Um die Ecke, um die, jetzt bist du vergiftet. Ist egal. Wir haben eine von diesen Moosblumen, mit, die das heilen können. Oh, oh, und mein Leben geht ganz schnell runter, man sieht's gerade. Ja, jetzt wird's wirklich stressig. Also nimm am besten die Moosblume, oder? Die andere. Und man kann auch hier vorne runter, übrigens. Ja, ich heile mich erstmal und jetzt schnell ins Inventar, die Moosblume. Wo ist sie? Oder habe ich die unten nicht in der Liste? Nee, ne? Nee, nicht da. Das sind die Handwerksmaterialien. Ganz vorne? Links, ja. Und jetzt irgendwo da ist sie. Noch eins runter? Die. Okay. Ver mindert Gift und Toxine und das ist halt ein starkes Gift hier, ein Toxin. Ja, da soll ich lang trotzdem, ja? Ja. Was mache ich denn da? Rennen oder? Die erscheinen zum Glück auch nur einmal. Also wenn du die tötest, sind die weg für immer. Aber Rennen wird nicht viel bringen. Einfach Schild hoch und dann vielleicht rennen, ja. Aber ja, man hat ja gesehen, trotz Schild, ne, kriege ich Giftschaden. Ja, aber also deutlich weniger, aber weniger, ja. Trotzdem. Also da halte ich auch nicht viele aus. Und das war jetzt der letzte Versuch quasi. Wobei, man kriegt vielleicht eine Moosblume wieder, so eine, wenn man einen tötet von denen dann. Da ist auf jeden Fall die Feuerhüterin-Seele, aber auch hier am Rand runterzufallen kann fatal sein, weil da unten noch Hunde auf. Komm ich da rüber? Oh, oh. Oh. Aber da komme ich auch nicht rüber. Doch, du kannst zu dem laufen, aber andersrum. Da roll dich da durch, ja, aber sehr schön. Und jetzt will er wegrennen, aber das ist zu spät. Ah, Mann. Ja, jetzt. Oh. Nein! Und da sind die Hunde. Jetzt musst du echt aufpassen, die machen sau viel Schaden. Und halten auch ein bisschen was. Jawoll, sehr schön. Da ist auch schon die Feuerhüterin-Seele. Oh. Direkt hinter dir. Zufällig hinter mir? Bist du genau an der richtigen Stelle gedroppt jetzt. Boah. Sehr schön. So, jetzt musst du nur lebend da wieder rauskommen. Ist hier noch jemand? Ja, da sind noch zwei Hunde. Oh, und die schießen schon wieder. Von oben. So ein Mist. Oh, drei Hunde. Da kommt noch einer. Ach, hinter dir. Und ja. Wo schießt denn der von hinten? Ja, geh vielleicht nochmal dahin, wo du irgendwas. Oh Gott, 400. Ach du tot. Kacke. Und tot. Ja. Oh Mann. Schade. Und jetzt da unten drin, ey. Ja, das ist echt bitter. Na. Werde ich mal schauen. Oh Gott. Ja, das war echt. Werde ich mal schauen, was ich da noch retten kann. Ach, Menno. Das ist echt fies, ja. Also ja, die Stelle ist echt fies. Echt. Aber oh, jetzt habe ich auch ganz vergessen. Ich könnte eigentlich gerade mal wenigstens die Estus-Flakon verstecken, weil ich meine, die Seele hast du ja eingesammelt zumindest. Ja. Warum nicht? Man hat nämlich gerade gesehen, die haben schon wieder nicht so viel geheilt. So. Plus zwei, sehr gut. Das rettet uns jetzt erstmal über die Zeit. Oh, da wäre ich fast runtergefallen. Ja, wir haben einige Seelen bestimmt am Start, oder auch? 5000 hatten wir ungefähr, ah, okay. 6000 knapp. Das ist gerade noch verkraftbar. Ja, selbst, also, wenn ich jetzt nochmal, ist jetzt nicht so wild. Was war das denn gerade? Was meinst du? Hörst du das? Ja, das Geräusch. Feuerbälle oder ja, so. Ja, Feuerbälle, oder ne? Feuerbomben. Ja. Kommt mir jetzt sehr komisch vor. Aber gut. Konnte ich jetzt irgendwie gar nicht zuordnen. So. Puh. Ja, wie willst du gleich die Stelle lösen? Naja, ich werde alle töten da. Also, ich werde es versuchen. Ja, man muss die Hunde, glaube ich, vorsichtig da rauslocken erstmal. Ja, also ich habe ich gerade versucht, aber ich habe einfach nicht mehr rausgefunden und es kam von allen Seiten jemand. Also, ich werde versuchen, die ich habe auch diesen Gifttypen erst zu töten. Ja, ich habe den Gifttypen unten drin auch nicht bemerkt. Ich dachte, die können wir ja vielleicht oben mit Pyro vielleicht ganz gut machen. Na komm. Gegen zwei von euch. Kommst du? Ja. Oh Mist.
Oh, jetzt krieg ich es aber auch nicht gebacken. Und jetzt kommt der zweite, na toll. Ja, hau am besten einfach drauf. Oder genau, benutzen wir unsere Pyromantie. Die hätte mir eben vielleicht auch weitergeholfen. Wir vergessen das einfach viel zu oft. Ja, das stimmt. Dabei ist das echt ziemlich stark. Selbst zwei, wenn man beide auf einmal trifft sogar. Ja, dann töte ich den erstmal. Oh. Boah. Das ist natürlich schon bitter jetzt. Mal kurz healen. Das war ein bisschen knapp. So, und jetzt nochmal. Ah, nee, oder? Der Hartnäckige. Hat er wieder zu viel. Was weiß ich, was die essen, die Dicken hier. Zu viel Jauche-Küchlein. Das ist nämlich auch irgendwie die Troppen das, aber das habe ich noch nie so richtig gecheckt, was das soll. Ich glaube, das ist so essen ähnlich. Die halt so, ne? Ja, ja, aber das ist. Also, das kann man ja auch benutzen. Für was denn? Aber das, ich glaube, das ist so ähnlich wie ein Köder. Für die? Für diese Hunde und du kannst die Hunde damit vergiften quasi. Also so kam es mir zumindest vor, aber ich habe es noch nie benutzt so richtig, weil ich es irgendwie immer ein bisschen als sinnlos erachtet habe. Ja, man muss halt auch dazu kommen, in der Situation die einzusetzen. Die Hunde sind ja meistens viel zu schnell. Das ist auch hier eine Stelle, wo die Framerate ab und zu mal ein bisschen droppt. Ist ein bisschen lag. Dafür ist Schandstadt bekannt. Ja, wegen dem ganzen Feuer, ne? Das läuft irgendwie nicht so gut in dem Spiel. Ja, das stimmt, ja. Bin ich hier richtig? Ja, oder? Ja. Oder bin ich schon zu weit unten? Nee. Kommt irgendwie so vor. Bist du diese ganzen Leitern hier runtergegangen? Oder? Ja, ich glaube. Ah, da ist es ja. Da ist es ja. Ich sehe es gerade. Okay, ja. Oh, da oh, sind sie oh. Wieder, die. Ach, die sind echt. Die sind echt zwei nervig. Auf einmal? Nee, doch nicht, oder? Nee, ich weiß nicht. Ah, ich mag die echt nicht. Aber eigentlich alles ist hier in der Schandstadt echt nervig. Ja, deswegen haben wir auch echt den größten Teil zum Glück. Oh. Deswegen heißt auch Schandstadt, das ist echt eine Schande. So, ich rauf einfach an den vorbei jetzt. Und versuch sie da wegzukillen. Oh. Boah. Ah, Mist. Oh, gleich vergiftet. Ja, oh nein. Jetzt hat er den anvisiert. Ja, das ist nämlich mies. Oh. Muss man vielleicht kurz mal warten, bis das Gift wenigstens ein bisschen runter ist. Ja, das schadet nicht. Oh, der ist runtergefallen, der eine. Ja, der kann ja dann nichts machen gerade. Und den versuche ich jetzt hier. Komm, schieß einmal und dann... Ah, verdammt. Oh, Mist. Falsches Timing. Ey, okay, ja. Vergiftet. Jetzt müssen wir was finden. Er schießt immer weiter. Jetzt. Ja, er schießt immer, ne? Ich kann den gar nicht abzaubern von der... Oh, verdammt. Naja, jetzt wird's sehr hart. Oh. Also erstmal ein... Oh Gott, der schießt immer noch. Ja, der von unten schießt jetzt auch. Der schießt sich jetzt von der Leiter. Glück gehabt. Ich versuch. Oh fuck. Ja, die Hunde können auch Feuer spucken. Oh shit. Nicht gut. Die Seelen. Hol die Seelen. Ah, ich bin voll. Zumindest bin ich erstmal wieder voll. Aber das ist ganz schnell weg. Das ist ganz schnell weg, ja. Oh, ich hol die Seelen. Nein! Boah! Und Sprung! Ja! Und lauf. Die Seelen habe ich. Lauf irgendwo hin, ey. Die Seelen habe ich. Trinken. Jawohl. Ach komm, Mann, das gibt's. Zu viele. Das gibt's nicht. Ja, fast. Komm schon. Dummer Hund. Boah, das ist echt mies gerade. Er spuckt Feuer, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben echt eine gute Feuerresistenz. Man kann zum Glück auch zwei Heiltränke direkt hintereinander nehmen. Einfach zweimal... Taste drücken. Boah.
Endlich. So, jetzt haben wir erstmal kurz Ruhe. Ja, aber auch keine Heiltränke mehr. Können wir einen Heiltrank nehmen. Ja, ich nehme mal die Menschlichkeit jetzt raus noch. Aber den hier, jetzt hoffe ich halt, dass einer von denen uns... Ach oh, nee, du musst hinterher. Das gibt's doch nicht. Einer von denen muss uns so eine Moosblume geben. Mit... Ach, eh nett. Muss hier weg. Ja, aber du musst ja angreifen. Und da bin ich tot. Das war ganz knapp. Kurz bevor die Menschlichkeit aktiviert wurde. Schade. Echt eine sauätzende Stelle. Immerhin einen von den Gifttypen habe ich jetzt umgehauen, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Super nervig. Aber man will dann auch natürlich seine Seelen nicht einfach aufgeben. Ich meine, wir könnten auch natürlich einfach weitermachen, ne? Aber die hätte man natürlich schon gerne wieder. Ja, und mittlerweile dann auch 4 Menschlichkeit oder 5. Ja, genau. Ja, auf ein neues, würde ich sagen. Es muss jetzt klappen. So ist das mit der Schandstadt. Ich muss mal kurz darunter, damit es so rauskommen kann, ja. Das ist irgendwie auch ein bisschen seltsam gemacht, aber... Ja, durchs Drachental. Zum dritten Mal. Also mit Pyro kann man auf jeden Fall anscheinend nicht viel gegen die anrichten. Weil die einfach zu schnell schießen und einen sofort unterbrechen. Also nicht gegen die hier, sondern gegen... Ja, jetzt ich spreche natürlich auch von den Giftleuten. Die Pfeilspucker. Ja, kannst ja hier jetzt echt mal Pyro benutzen eigentlich. Ja, ich wollte es mir jetzt aufheben eigentlich für die da hinten. Ist halt sehr hilfreich. Ja, ich kann die aber auch nochmal kurz loswerden, meine ich. Die laufen mir nicht hinterher. Ja, ja. Stimmt, ja, okay. Die wollen nicht raus aus dem Dunkeln. Ja, die trauen sich nicht aus dem Dunkeln. Schreien ein bisschen rum. Ja, aber die kommen jetzt auch nicht da weg. Das hilft mir nicht so viel. Nee, also vielleicht doch Pyro. Hm? Wenn sie da eh so hängen, kannst du sie einfach komplett... Oh, nicht weit genug? Ja, die Reichweite ist nicht besonders groß von den Pyrozaubern. Ey, aber echt nicht weit. Ah. Ich treffe immer nur einen irgendwie blöderweise. Ja, aber eben hattest du mal kurz zwei. Jetzt auch wieder. Oh, schon leer. Schon leer, ja, aber du hast ja noch... Du hast noch den anderen, den Feuerball. Ja, aber jetzt kann ich auch mal draufhauen. Ja. Das stimmt. Ich treffe den nur nicht. Ah! Hab den falschen anvisiert, so. Und ich könnte mich mal healen. Zack. Oh, der hatte noch ein bisschen mehr, als ich dachte. Und da ist aber jetzt mal eine Jauche-Küche drin, glaube ich. Ja. Jawoll! Also die dicken Gegner hier, die ihre eigenen Fäkalien anscheinend in Form von Kuchen backen. Yummy, yummy, yummy. Lecker, lecker. Aber so sehen sie auch aus. Ja, ne? Als würden sie den ganzen Tag nur Scheiße fressen.
Und dann kommst du vorbei und gibst ihnen auch nichts anderes. Boah, der hat gesessen. So. Ich verstehe auch nicht, warum die immer so rumschreien. Das ist immer ihr Untergang. Ja, ne? Das ist auch echt, also... Ich dachte auch erst, okay, vielleicht wollen sie ja andere damit anlocken. Ja, aber machen aber sie nicht, machen ne? sie auch nicht, ne? Das ist halt irgendwie total sinnlos. So, Leiterchen runter. Wieder das komische Vieh hier. Ja, das sieht echt... Also boah! Das hat mich sehr, voll erwischt. Sehr komisch aus, ne? Hat das, wow. Hat das eigentlich noch einen Kopf? Achtung! Ja, die trifft man halt echt nicht, die ey. Die trifft man so schlecht, ja. Stimmt. Jawohl. So, jetzt sind es schon wieder 1600 Seelen quasi, die noch oben drauf kommen, falls du an die anderen Seelen drankommst. Hä? Die Leiter war da, ja, wo diese Fackel ist immer. Na? Ist es schon hier jetzt, ja, ne? Ja, da genau. Ist. Da ist es. Puh. So, jetzt mal. Ich heile mich vorher noch. Ja. Da unten sind die Seelen. Ja. Soll ich direkt droppen? Boah. Nee, nicht direkt droppen. Das ist viel zu gefährlich. Weil von hinten kann man die eigentlich echt ganz gut so einzeln pullen. Die, also die Hunde, natürlich. Ey, wie sieht das Vieh an? So. Und der ist runtergefallen wieder, nee, der eine. Achso, der eine runtergefallen. So, den anderen. Wir haben noch den Feuerball. Wir ne? haben auch noch den Pfeil und Bogen eigentlich, ne? Ja. Mit dem können. Also mit dem Feuerball ist wieder. Wie zauber ich den denn jetzt, wenn der da oben liegt? Naja, du hast doch. Du musst die Hand in die Hand. Also ach so, die jetzt hab ich ihn, ne? Ja. Aber wie gesagt, ist halt schwer damit, ne? Du hast ja eben gesehen bei mir, dass ja, ich ja, ja, als ja. unterbrochen wurde beim Zaubern. Von seinen Schüssen. Aber du kannst mal probieren, hier schon aufzuladen quasi und dann um die Ecke gehen und direkt werfen. Oh, das war sehr knapp. Hm. Aber wenn du noch ein Stück weiter... Könnte näher klappen, ran, ne? Ja, es kann klappen, auf jeden Fall. Er muss wieder aufhören zu schießen. Oder meinst du, jetzt hört er nicht mehr auf? Hm, weiß ich nicht. Könnte sein. Ah, man hat nicht ewig Zeit, um die Ecke zu gehen. Von hinten kommt einer. Ja? Ja, direkt hinter dir irgendwie. Oder unten. Oh nee, ja. Da, direkt. Der ist da hochgeklettert. Lustig. Und jetzt hast du die Pyro, ne? Oh. Geht wieder nicht. Nein, unvergiftet. So verdammt. Was Blödes, ey. Aber was gibt da? Ah, auch nur ein lila Moosklumpen. Das reicht leider nur, um eine normale Vergiftung zu heilen. Aber nicht die Vergiftung. Die, soll ich runter? Die austeilen. Wenigstens die Seelen holen? Ja, musst du ja irgendwie, ne? Passt trotzdem auf. Drei Hunde direkt da unten. Oh mein Gott. Wir spielen übrigens die Prepare to Die Edition, heißt es. Wow. Und. Oh Gott. Holst du die Seelen? Schaffst du es? Jawohl. Und sofort tot. 10.000 sind es jetzt, ey. Es wird halt immer verlockender, doch nochmal dahin zu gehen. Ach Mann, ey. Und die Seelen ist ein zu holen. Teufelskreis. Ja, in der Tat. Meine Güte. Ich überlege fast, ob wir den Weg nochmal zeigen sollen. Hm? Ja, wir können auch anders machen. So. Mann, mit der Vergiftung war es auch wirklich vorbei, ey.
Ja, aber du hast wieder einen erledigt. Schon mal ziemlich nice. Ja, und jetzt sterben wir immer und erledigen einen. Ja, aber es ist immerhin ein Fortschritt, weißt du. Ich meine, jetzt nur noch einer von den Giftspuckern übrig. An der Stelle. Aber ich werde jetzt mal an den Dicken vorbeilaufen, weil die brauchen echt immer viel Zeit. Und sind es einfach nicht wert. Hallo. Ja, das ist auf jeden Fall eine Option. Und die verfolgen einen halt auch nicht groß. Ja, können die auch nicht über die Leiter. Ja. Da würde eher die Leiter zusammenbrechen. Die haben eh am meisten aufgehalten. Ja. Dann bist du ja sofort da quasi eigentlich. So. Na komm. Hier hinten lag noch ein Item auch, ne? Fällt mir da gerade ein. Ja, stimmt. Noch eine Seele vom Krieger, okay. Schon mal ganz nice. Oh, guck mal von hier. Mit dem Feuerball? Oh, oh. Ach, spät, das gibt's spät. Nicht. Es geht nicht. Versuch's nicht nochmal. Doch, jetzt. Komm schon. Oh, das ist knapp. Wie er wegrennt. Ja, wie er einfach wegrennt. Oh, oh. Aber ich bin nicht vergiftet Lass worden. Lass das Gift abklingen. Das ist schon mal ganz gut. Und er ist jetzt ein Stück weiter weg. Doch nice. Kannst du da rüber springen zu ihm? Hier drüber, meinst du? Nee, ja, da, über den Absprung. Ich probier's mal. Jawohl! Jawohl! Komm her! Jetzt kriegen wir ihn. Komm her! Da ist er yes. Down. Sehr gut. So, jetzt ist noch einer da unten, oder? Glaube ich. Ja. Oh, nee, oh Drop. Shit. Hier unten ist keiner mehr, nur noch die Hunde jetzt. Hol dir erstes Warte, die Seelen, guck mal, an denen kann ich mich vorbeischleichen sogar. Dann muss ich nur noch die drei hier erledigen quasi. Okay. Hol mir die Seelen. Und der spuckt Feuer, perfekt. Oh, da ist er down. Spuckt nochmal Feuer, sau gut. Oh. Ach, immer dieses Vieh dabei. Ja, ey. Ja, das nervt tierisch. Die Hunde, finde ich, sind auch echt schwer zu lesen, was die jetzt als nächstes machen, außer sie spucken Feuer. Boah, ey. Nein. Oh, oh, oh. Gerade nochmal gut gegangen. Wirklich so. Oh, der ist tot. Jetzt Jawohl. Das Vieh ist tot. Und da hier. Oben ist noch ein Hund, oder? Ein Hund noch, ja. Dann haben wir's. So, das war's doch. Tschüss. Endlich. Ja, sehr gut, Mann. Endlich haben wir diese Scheißstelle hinter uns gelassen. Ja, hat sich aber wieder gelohnt für das Estus-Flakon, echt. Ja, auf jeden Fall. Die Seelen haben wir jetzt auch wieder. Aber das war's noch lange nicht mit der Schandstadt. Es gibt auch noch da unten so die ein oder andere, ja, etwas gefährliche Situation, ja. Allerdings. So, wie kommen wir denn jetzt hier nochmal drauf, ordentlich? Ich würde gerne ohne zu sterben. Ach, von hier geht's gut, guck mal. Also es geht jetzt sehr, sehr weit in den Abgrund. Wie ihr merkt, wir sind eigentlich die ganze Zeit nur am Abwärtslaufen. Oh, muss ich rüber? Und hier können wir uns mal droppen lassen ein bisschen. Aber wie gesagt, es ist eine große Abkürzung trotzdem noch, hier ja, lang zu gehen. Dieses Wasser vergiftet einen auch. Ja, stimmt, das Wasser hier.
Da ist eigentlich der Ring sehr wertvoll, den, ja, von dem ich da gesprochen habe. Boah, und das geht echt schnell. Ja, das geht so. Man vergiftet sich auch automatisch, aber diese, also irgendwann wird es passieren. Aber diese Vergiftung ist nicht so schlimm. Die können wir gut heilen mit diesen lila Moosblumen. Okay. Das ist nur halb so wild. Ich suche gerade das Feuer und find's irgendwie nicht. Hier ist nämlich direkt ein Leuchtfeuer. Wie die Leichen manchmal mitziehen. Und deswegen ist die Vergiftung nur sogar noch weniger schlimm. Hier ist sie. Sehr schön. Ja, vergiftet sind wir jetzt. Das können wir gleich mal heilen dann. Ja, ist ja allerdings mit dem Leuchtfeuer direkt weg. Ach so. Weg. Können aufsteigen. Sehr gut. Machen wir mal zwei Vita, oder? Was meinst ja, du? Ja, klingt gut. Zwei Vita und einen Funk können wir noch vergeben. Wieder, vielleicht Konditionen mal wieder. Das sind zwar die einzigen beiden, die wir so wirklich hochpowern im Moment, aber das ist auch eigentlich... Sonst brauchen wir ja nicht wirklich viel gerade. Nö, ich denke auch, das ist in Ordnung. Okay, dann machen wir das so. Aufwertung. Tragen wir auch nicht mehr ganz so viel mit uns rum. Das macht es ein bisschen leichter. Jetzt mache ich mich noch zum Mensch. Weil hier unten nämlich ein NPC uns invaden wird. Ja. Wir sind übrigens auch wieder online bei Xbox Live. Oh. Ich Oder nee, wie, was ist das? Windows Live. Windows Live, ja genau. Da, Finstergeist Mildred da hinten ist sie. So sieht es auch aus, wenn uns ein anderer Spieler invaden würde, ist jetzt aber ein NPC. Genau, wenn die zu uns kommen, dann sehen die nicht so aus wie immer, sondern haben so einen roten Schein um sich rum. Ja, als Finstergeist werden die bezeichnet. Na komm hier rein, hier mache ich dich fertig. Sieht ein bisschen aus wie die Schwester vom Butcher. Wow, mit einem Backstab. Aber ist wirklich mit einem Backstab kein Problem. Na komm. Und noch ein Repost. Sehr schön, Mann. Und das war's. So, die lässt nämlich auch gut Menschlichkeit fallen hier. Und 8784 Seelen. Gar nicht schlecht für so einen leichten Kampf. Dann können wir direkt wieder aufsteigen. Ja. Oh, Achtung. Ja, macht nichts, es verschwindet jetzt. Sehr gut. Oh, hat mich aber vom Feuer wieder aufstehen lassen. Ich glaube, wir müssen mal das Schwert reparieren. Irgendwie habe ich. Ja, oh, das ist kurz vorm Kaputtgehen. Oh. So. Oh, ganz schön können wir wieder aufsteigen. Was meinst du diesmal wieder? Ja, weiter. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit der nächsten Waffe aussieht, wie viel die braucht, aber. Ist ja blöd, jetzt unsere Seelen als aufzuheben. Ja, ne? Denke ich auch. Wir sparen dann nochmal. Machen wir nochmal hier die beiden. So. 2000 noch übrig und weiter geht's. So, wie gesagt, man kann hier sich wehren, wie man will, vergiftet zu werden. Gleich kommt so eine lange Stelle, die ich lang muss, ohne dass dazwischen irgendwie groß Land ist, dass ich auf jeden Fall vergiftet werde. Und hier bewegt man sich halt so langsam, ich kann auch nicht großartig schneller rennen. Wenn ich das mache, also das hier ist schon der Rennmodus. Und ja, hier gibt es eigentlich, hier gibt es noch sehr viel zu erkunden, sehr viele Ecken, wo es auch Items gibt. Aber, muss ich dazu sagen, wie alles hier ist halt, also in der Schandstadt, ist es ein bisschen nervig, das zu holen. Und die sind es auch wirklich nicht wert, die Items, also das gehören gar nicht zu unserem Plan, so den wir haben, den wir verfolgen, wie wir ausgerüstet sein wollen. Ja, es gibt auch einfach schönere Gebiete, die man dann komplett erkunden kann. Ja. Hier wird man dauernd nur vergiftet und stirbt. Und deswegen zeigen wir euch das Coolste. Quelaks Fähre. Von der Schandstadt, genau. Nämlich Quelak, über die wir schon ein paar Mal geredet haben.
Jetzt seht ihr sie endlich. So, hier die Jungs, die sind ganz lustig, sehen auch sehr bedrohlich aus. Sollte man aber eigentlich nicht angreifen. Ich würde es ja jetzt gerne mal zeigen. Nee, das macht's nämlich nicht besser. Aber die töten uns halt innerhalb von Sekunden. Weil dann, also ich kann es ja erklären zumindest, die sind, das sind auch Untote, die mit Spinneneiern infiziert wurden. Das kann einem auch selbst passieren. Und dann wachsen solche Geschwüre auf denen und dann irgendwann kommen, also wenn man die schlägt jetzt, dann kommen so kleine Würmer raus, die man ganz schlecht nur treffen kann. Also noch schlechter als diese anderen Fliegen eben. Ja, und dann ist man auch ganz schnell mal um die Ecke gebracht worden. Hier ist jetzt die Mildred, die wir eben besiegt haben, bietet uns jetzt hier ihre Hilfe an. Auch. Also nur wenn man sie besiegt. Und das können wir ja eigentlich mal machen. Ja, finde ich auch. Ist halt jetzt schon ein bisschen älter, das Spiel, wie gesagt. Deswegen zocken nicht mehr ganz so viele Leute im Moment aktiv. Sonst könnte man wahrscheinlich auch öfters mal jemanden beschwören. So, also es ist immer trotzdem genau so, würde es auch aussehen, wenn man einen normalen Spieler, einen menschlichen Spieler beschwört. So, dann mal los. Mal gucken, was daraus wird hier. Da kommt sie. Da kommt sie. Wirklich ultra geiles Design. Ja, bei den Bossen haben sie sich echt Mühe gegeben, muss man sagen. Und ein bisschen nackte Haut gibt's auch. Ja, eine interessante Spinne. Eine der Schwestern der des Chaos. Die Chaoshexe Quelak. So. Und oh. Die ist ziemlich gefährlich. Kann man schon mal dazu sagen gleich. Ja. Ich mach auch. Man sollte trotz, immer hinter ihr bleiben, wenn es geht. Trotz diesem guten Schwert mache ich nicht viel Schaden. Aber bei der ist es echt super, halt, wenn man jemanden anderen dabei hat, damit einer von beiden die quasi ablenkt und der andere draufhauen kann. Ja, definitiv. Aber wie man sieht, auch diese Lava, die spuckt. Die bleibt liegen, ja. Bleibt liegen, ja. Und also ziemlich lang. Irgendwann verschwindet sie, aber... Ja, und die Mildred, die schlägt sich auch wacker. Das konnte ich gerade noch blocken. Das macht normal fast die Hälfte des Lebens, also mehr als die Hälfte des Lebens weg. Ja, die Mildred ist echt gut drauf. Das stimmt. Boah, du machst echt kaum Schaden gerade. Oh, Vorsicht. Oh, was ist denn das? Ach, das war wieder der Move, okay. Ja, aber wie es bei den Bossen ist, man muss einfach wissen, wie ihre Attacken sind. Ja, wenn man die ein bisschen lesen kann, so, dann ist das echt... Und dann halt. Vorteil. Ja, ganz strikt nach Plan vorgehen. Nicht irgendwas ausprobieren. Wenn man es einmal raus hat, wie es gehen könnte, muss man einfach geduldig sein und das umsetzen. Macht es überhaupt Schaden? Sau wenig, oder? Na, schon, oder? 10. Ist das jetzt... 10 Schaden hat es gemacht. Ah, okay, ich hab's nicht das richtig gesehen. Das war die Mildred, die gleich getroffen hat. Oh, aber da konnte ich mal gut hier austeilen. Boah. Oh. Aber sie natürlich auch. Aber es sieht einfach göttlich aus, dieses Vieh. Es sieht so gut aus. Vor allem, wer denkt sich sowas aus? Echt. Das denkt man sich aber bei vielen der Endbosse so. Ja, aber so ein Frauenkörper auf einer Spinne, auf einer Feuerspinne. Ja. Ui. Ja, komm, jetzt ist sie doch fast down. Ja, es sieht echt gut aus. Ich hätte auch echt nicht gedacht, dass ich die hier so unter Kontrolle habe. Aber ich habe die halt echt schon oft gemacht. Weil ich schon, ich bin schon dermaßen oft auch bei ihr gestorben. Das war's. Boah, unfassbar. Die Mildred hat's gemacht. Na? Den tödlichen Stoß versetzt. Ja, zum Glück haben wir die vorher besiegt. So, und jetzt haben wir die Seele von ihr gekriegt. Ja, man kriegt nämlich von, ist das bei jedem Boss so? Nee, es gibt bestimmte Bosse, da, einige auf Bosse, jeden Fall. Da kriegt man die Seele, ja. Oh, das ist die falsche Richtung. Einige, ja, und
Ja, die Seelen kann man benutzen, um besonders starke Waffen und Rüstungen zu schmieden. Aber das ist auch leider erst später im Spiel. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. So, hier gibt es jetzt, was auch so eine Sache ist, zum Beispiel bei Dark Souls, sind unsichtbare Wände. Oder also Eine nicht, durchdringliche ja, Wende, so. durchdringliche Wände, wie man es. Ach so, hier ist natürlich erstmal die Glocke, Ah, die die nächste. zweite. So, und jetzt Läuten beide Glocken, ja. läuten beide Glocken, genau, und wir sehen, dass Da regt sich was. da regt sich was Großes. Und das sind die riesen Byzenz-Festungen, die dort versklavt sind, die die Tore aufmachen. So, und das heißt, Byzenz-Festung. Wo der Benny schon ab und zu mal hingegangen ist, aus Versehen, die ist jetzt offen für uns, ja. So, was machen wir? Muss mal Heimkehrknochen? runter, geh mal runter ein Stück. Wir können uns hier auch einen richtig guten Armor holen. Der Ja? ist hier echt leicht zu kriegen, relativ. Ist aber auch noch mit einem Boss verbunden, so ein bisschen. Okay. Ein Boss kann man verarschen, also so. Der dann ins Nichts fällt quasi irgendwie. Warte, jetzt hier muss man ein bisschen die Wände abtasten. Ist hier irgendwo das? Irgendwo ist so eine scheinbare Wand so. Aber du musst dagegen Ach hauen. so, Aber okay. ich glaube, es ist rechts. Da, guck mal, da, das sieht sehr auffällig aus. So, ja, und dann verschwindet die Wand plötzlich. So, und jetzt, pass auf, das ist kein Gegner, das ist ein NPC. Ja. Auch weil. Oh dear, what have we here? Auch wieder eins der Geheimnisse. Our new servant. Ich musste mit Ja antworten. Also es geht natürlich auch Nein. Aber wenn du mit Ja antwortest, kannst du bei ihm noch sogar Sachen kaufen. Sonst ist er sofort total beleidigt. So, und das ist aber auch sowas, was man einfach irgendwie beim ersten Mal durchspielen, hat man natürlich keine Ahnung davon. Und wer würde denn einfach dann da gegen diese Wand hauen, ja? Und ja, und dann den Typ am Leben lassen, mit ihm Ja, reden. genau. Es ist halt einfach, es gibt so viele Sachen, die dann so spielentscheidend sind, die einfach, ja, die du, die das Spiel so abwechslungsreich machen, aber auch. Ja, das habe Und ich mal so, da. angezündet und jetzt können wir mit der reden. Das ist die Schwester von Quelaag. Ist auch zufällig eine Feuerhüterin. Und können wir das gerade machen? Ne, wir haben ja keine Feuerhüterin-Seele mehr. Okay. Eid leisten, das ist Man für den kann. Covenant, ne? Ja, das Also. ist genau. Das ist für die Covenant von ihr. Und bei ihr kommt man. In welche Covenant ist das? Chaos Covenant, glaube ich. Und da kann man auch irgendwas mit PvP machen, soweit ich weiß. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, was. Wir können es ja nochmal nachlesen. Oder ihr schaut ins Dark Souls Wiki und Ja. schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, man kriegt den blauen Invasionsstein und dann kann man Leuten helfen oder so. Ach, ich bin mir nicht mehr sicher. Es hat auf jeden Fall was mit PvP zu tun. Und dann kann man ihr halt Menschlichkeit darbringen. Also diese Menschlichkeit, die man einsammeln kann. Und wenn man das macht, bekommt man von ihr neue Zaubersprüche, Rüstungsteile und so weiter. Gar nicht schlecht eigentlich für uns, aber wir brauchen das auch nicht unbedingt. Okay, echt Also, cool. und wir wollen ja, also wir können den Eid eigentlich mal leisten. Warum eigentlich nicht? Kann man das auch wieder Ja, das kann auflösen? man widerrufen Ach so. einfach und dann können wir einen anderen Eid leisten, das ist kein Problem. Okay. Dann machen wir das Machen wir doch das noch? einfach mal. Die nur Fragezeichen? Und trotzdem hat man den Eid geleistet quasi. Also kann man jetzt. Okay. Machen wir mal. Machen wir ja.
Ich weiß nämlich, ja genau, das ist schon mal sehr gut. Der große Chaosfeuerball ist nämlich ganz schön stark. Und es gibt noch mehr Zaubersprüche jetzt von dir zu hier holen zum Beispiel. Darbieten. Genau, kannst du ja auch mal ausprobieren. Du hast dein Eid vertieft. So, das dauert natürlich ewig, um der, ich glaube insgesamt muss man der 50 Menschlichkeit darbieten oder so. Ist natürlich, ja. Eine Menge. Aber anscheinend hat es doch nichts mit PvP zu tun. Weil ein Item oder so haben wir jetzt von ihr nicht bekommen zum PvP machen. Nee. Naja. Wir können ja nochmal gucken. Hier können wir nochmal kurz schauen, was mit dieser Wand auf sich hat. Hier geht's aber nicht weiter, oder? Nee, hier geht's nicht weiter. Sieht nur so aus. Ich weiß nur auch, es gibt irgendwas Bestimmtes, was man machen kann. Und dann erscheint dort in der Ecke. Erscheint dann ein Rüstungsset. Ah, krass. Ein komplettes. Okay. Und ich weiß aber leider nicht genau. Also da muss man echt oft einfach ins Wiki schauen oder so. Wenn man da wirklich alles haben möchte, was es gibt. Ja, ich würde sagen, für diese Folge ist das genug. Wir haben die Schandstadt durchstanden. Quelaag besiegt. Ja, Mann, endlich. Beim First Try. So gut. Ja, und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Tschüss.